Season 3 hat DMZ, der Next Evolutioner Modus von Call of Duty, einen riesen Schritt nach vorne gebracht. Großartiges Update und ich bin sehr gespannt, was mit Season passiert, dieses große Event und Season 4 auch sehr hohe Erwartungen. Aber jetzt erstmal zu Season 3. Unter anderem ist jetzt der Handel dazu gekommen, also wir können bartern, also Items uns erhandeln, wichtig, nicht craften, sondern handeln. Und die ganzen Rezepte, nennen sie es, für diesen Handel fassen wir zusammen, die Items, die es gibt und wie man daran kommt. Und natürlich auch, was sie bringen, diese Items. Ein Tipp vorneweg, und zwar ist es auf jeden Fall interessant, euch eure Lieblings-Items zu merken und da die Rezepte auswendig zu lernen. Also, dass ihr nicht jede Runde reingeht und immer wieder gucken müsst, welche Sachen brauche ich eigentlich oder eine Liste neben dem Rechner habt oder neben eurer Konsole oder immer in den Shop gehen müsst, um zu gucken, was ihr da braucht, sondern dass ihr euch eure Lieblings-Items merkt, die Sachen, die für euch persönlich gut sind. Und wir gehen direkt rein in die Westen. Wir haben 4 neue Westen, die medizinische, die Ghost, die Comms und die Tempered. Die medizinische Weste ist für euch Teamspieler gedacht. Die könnt ihr craften mit 3 Bandagen, einem Alkohol und einer Uhr. Und das ist besonders wichtig für Teamspieler, um eure Kollegen super schnell wiederzubeleben, aber auch um euch selber schnell wiederzubeleben. Alles 3 Plattenwesten, eine sehr, sehr starke Teamweste. Ebenfalls eine extrem starke Weste für Solospieler in dem Fall, also für mich zum Beispiel, ist die Com-Weste. Sie braucht 2 Festplatten, 2 Batterien und eine Handcreme. Das ist total witzig, ich laufe durch die Gegend und suche nach Handcreme. Hätte mir das vor ein paar Tagen jemand erzählt, ne? Aber ja, die Com-Weste ist stark, sie erhöht die UAV-Reichweite von allen UAVs, also von den Walkie-Talkie zum Beispiel, der KI, von den Killstreaks, die ihr dabei habt, oder auch von den Stationen, von den Com-Türmen. Und sie verlängert die Dauer und sie wandelt das Ganze um in Advanced UAVs, also ihr seht auch die Richtung der Gegner. Sehr, sehr starke Weste, sollte einer im Team dabei haben oder als Solospiel auf jeden Fall auch, weil sie warnt euch auch vor Gegnern, also ihr spart dadurch sozusagen eure Teammates, bekommt die Weste, die euch warnt, wenn Gegner in der Nähe sind. Die nächste Weste ist die gehärtete Weste, die Tempered Vest. Und zwar braucht ihr hier einmal klassifizierte Dokumente, dann die sensiblen Dokumente und 2 normale Dokumente. Auch recht gut zu kriegen. Und wofür braucht man diese Weste? Also ihr packt 2 Platten in diese Weste rein und ihr bekommt 3. Also weniger Platten, ihr rüstet euch schneller auf. Wozu könnte diese Platte gut sein oder diese Weste? Für Gebäude 21. Also das könnte möglicherweise eine der besten oder die beste Weste sein für Gebäude 21, um dort eine sehr effektive Weste zu haben. Und die letzte Weste ist wahrscheinlich die stärkste Weste, die Ghost-Weste, Stealth-Weste, also hiermit seid ihr unsichtbar auf dem Radar. Wenn dein Gegner jetzt ein Radar aktiviert, also ihr ein UAV aktiviert, dann seid ihr nicht sichtbar. Wenn ihr im Team spielt, könnt ihr also derjenige sein, der dann das gegnerische Team rusht, ohne dass die überhaupt eine Ahnung haben, woher kommt. Ihr könnt sie flankieren. Als Solospieler seid ihr damit auch unsichtbar. Das ist sehr, sehr cool und ihr braucht hier 2 elektrische Komponenten, ein Comic und eine Spielekonsole. Also auch diese Weste für Teamspieler extrem nice. Kommen wir zu den nächsten Items und das sind die Rucksäcke. Es gibt 2 Rucksäcke und beide sind extrem stark. Der erste Rucksack ist der Scavenger-Rucksack und den bekommt ihr tatsächlich, wenn ihr den Scavenger tötet. Das ist der Plünderer. Ansonsten Bartan, eine Batterie, eine Konservendose und 2 Waffenreinigungsöl. Und ja, das Waffenreinigungsöl findet man jetzt sehr, sehr oft. Nachteil dieses Rucksacks ist, man hat keinen Waffenslot mehr. Das heißt, ich habe nur noch Waffenslot 1 und 2, keinen Slot mehr im Rucksack. Vorteil ist, ihr bekommt mehr Itemslots, also ihr könnt eine Unmenge an Items tragen. Deswegen ist dieser Scavenger-Rucksack auch wirklich beliebt. Der zweite Rucksack ist aber das Nonplusultra und zwar ist das der Secure-Rucksack. Wir bekommen das erste Mal in DMZ einen Sicherheitscontainer. Das heißt, unsere Items bleiben nach dem Tod erhalten, aber nicht nur das, unsere Items bleiben auch nach dem Rundenende erhalten. Also gehen wir aus der Runde raus, behalten wir unsere Items und können sie mit in die nächste Runde reinnehmen. Also zum Beispiel Quest-Items, die ihr noch braucht oder zum Beispiel irgendeine taktische Weste oder Items, die ihr euch auch ausrüsten möchtet nächste Runde, behaltet ihr. Sehr, 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 sehr starke Weste. Übrigens ein Trick, eine Sicherheitsweste in einer Sicherheitsweste gibt euch eine weitere Sicherheitsweste bei Tod. Also verrückte Sache auf jeden Fall. Hier braucht ihr eine elektrische Bohrmaschine, einen Gaskanister und einen goldenen Totenkopf. Ihr seht, die Anforderungen sind hier wesentlich höher, aber dafür ist das natürlich der Rucksack und mein persönliches To-Go, wenn ich, sagen wir mal, schwitze, dann auf jeden Fall mit Sicherheitsrucksack und der Kommunikationsweste als Solospieler. Jetzt eine Liste der Keys, also der Schlüssel, die man bekommt. Auch sehr cool, dass wir jetzt Schlüssel haben, die wir craften können. Momentan sind es noch nicht so viel, ich bin mir 100% sicher, dass wir im Laufe der nächsten Wochen, Monate viel mehr Rezepte kriegen, viel mehr Schlüssel reinkommen. Aber der eine Key hier ist besonders interessant, und zwar der Skelettschlüssel, das ist der Generalschlüssel auf Deutsch. Mit dem könnt ihr nämlich jede Tür öffnen. Jede Tür, sogar Türen, für die es sogar keine Schlüssel gibt, könnt ihr damit öffnen. Ja, es gibt Türen, die sind verschlossen und es gibt keine Schlüssel. Mit dem Skeletten-Key kriegt ihr alles auf. Aber für Gebäude 21 braucht ihr trotzdem noch eine G21-Zugangskarte. Und zwar tauschen tut ihr das Ganze mit einer GPU. Also wenn ihr unterwegs irgendwo
eine Grafikkarte findet, konntet ihr damit sofort zum nächsten Shop rennen und sie eintauschen gegen einen Generalschlüssel. Ein sehr, sehr starker Schlüssel, den ich sehr gerne kombiniere mit dem Sicherheitsrucksack. Denn wenn ihr in eine Runde reingeht mit dem Skeleton Key und dem Sicherheitsrucksack und dann sterbt, dann behaltet ihr den Skeleton Key. Also den zu verlieren wäre einfach schade und man sollte vielleicht besondere Maßnahmen ergreifen, gerade als Solospieler wieder mal, um diesen Schlüssel nicht zu verlieren. Für diesen Skelettschlüssel, aka Generalschlüssel, gibt es aber noch ein zweites Rezept. Das ist besonders interessant. Ihr habt also noch mehr Möglichkeiten, an so Keys ranzukommen. Allerdings ist der dann gebraucht, also hat weniger Ladungen. Ihr könnt ihn also nicht ganz so oft benutzen. Für diesen gebrauchten Skeletten-Key braucht man einen Videorekorder, einen Jahrgangswein und eine Festplatte. Und zwar eine verschlüsselte Festplatte, also diese goldenen Platten. Also eine zweite Möglichkeit für diesen Skeleton-Key. Und der beste Schlüssel, den ihr craften könnt. Also so ein Schlüssel sollte eigentlich jeder von euch im Stash liegen haben. Kommen wir zu den restlichen Items. Und hier sind ein paar Items da für Quests. Auch ganz spannend, zum Beispiel die taktische Kamera. Die kann man jetzt gegen eine Autobatterie tauschen. Allerdings muss man sagen, dass taktische Kameras jetzt auch zuhauf auf den Maps rumliegen. Also da stellt sich die Frage, bei den ganzen Items eigentlich, ja, braucht man das unbedingt? Im Fall des Falles spart ihr Geld. Beispiel bei der Munitionsbox, die kostet normalerweise $1000. Wenn ihr sie aber tauscht, dann braucht ihr nur einen T und $500. Spart also ein bisschen Geld. Aber auch da frage ich mich, ja gut, die $500 geschenkt, das geht unter Spesen. Also ganz ehrlich, das macht jetzt nicht viel aus. Dasselbe bei dem Radiation Blocker, also bei den Pillen. Die findet man auch zuhauf. Und die Armor Box, die würde sich vielleicht noch lohnen, also die Plattenbox. Aber die Rezepte hier, also die Zutaten hierfür sind einfach, es ist einfach unnötig. Ein Tape, ein Schraubenzieher, C4. Wer sammelt das denn noch? Platzmangel ist in den Rucksäcken immer vorhanden und da kann man sich Platten auch direkt kaufen. Also das Einzige, was sich hier lohnt, meiner Meinung nach, ist die Pistole. Die Wiederbelebungspistole lohnt sich tatsächlich. Und zwar braucht man hier eine Bandage, die Handcreme und dann kann man sich schon so eine Pistole basteln. Sehr, sehr starkes Tool und meiner Meinung nach das Einzige, was man sich hier merken sollte, was man im Hinterkopf haben kann, diese Pistole einfach im Hinterkopf haben, dass man die Zutaten dafür mitnimmt und im Fall des Falles sofort traden kann. Und der Rest wirklich nur bei gebraucht, wenn etwas ganz Spezielles für euch oder für euer Team notwendig ist. Grundsätzlich sollte man zu diesen Rezepten sagen, dass man sie definitiv nutzen sollte. Es sind sehr, sehr starke Tauschhandel möglich für euch, eure Mission leichter zu bewältigen, aber auch ein ganz anderes Spielerlebnis in DMZ zu kriegen. Es führt tatsächlich mehr Tiefe ein in DMZ, es erweitert das Spielkonzept und es bringt die Leute dazu, sich mehr auf der Map zu verteilen, wieder Dinge zu suchen. Ich meine, ich laufe durch die Map und suche nach Handcreme. Also wie gesagt, das ist unfassbar. Und so geht es halt vielen. Die Leute suchen nach ihrem C4, nach Schraubenschlüsseln, nach Verbänden. Und die Items auf der Map bekommen wieder eine Bedeutung. Und man guckt sich die Items wieder an. Was liegt denn da? Kann ich das gebrauchen? Das ist perfekt. Und genau so hoffen wir, dass es weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten in DMZ. An dieser Stelle noch einen Dank an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Ich bin sehr, sehr dankbar über jeden, der hier mithilft. Für ein Abo bin ich auch sehr dankbar, wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr mehr sehen möchtet. Und ein Like hilft uns sehr bei unserer Arbeit. Leute, mein Abschlusswort ist folgendes und zwar, merkt euch eure Items, die ihr mit in die Runde nehmt. Für mich ist es zum Beispiel primär die Com-Weste, primär der Secure-Container und auch der Scavenger-Rucksack ist für mich interessant. Und wenn ich in eine Runde reingehe, dann habe ich es mittlerweile so im Kopf. Wenn ich Handcreme sehe, dann laufe ich nicht dran vorbei, ohne die mitzunehmen, wenn ich gerade keine Com-Weste anhabe. Also es geht relativ schnell in Fleisch und Blut über. Am Anfang lohnt es sich vielleicht, so eine kleine Liste neben dem Rechner zu haben für die wichtigsten Items. Ihr werdet selbst merken, nach 3-4 Runden, dass die Items, die ihr immer wieder braucht, ihr werdet ja nicht sagen, okay, eine Runde brauche ich die Medic-Weste und jetzt brauche ich die und die und die. Außer ihr spielt wirklich getrennt mit Solo, Duo, Trios und so weiter. Aber irgendwann pendelt sich das ein, was ihr persönlich am liebsten habt. Ich kenne viele, die jetzt die Ghost-Weste zum Beispiel bevorzugen, also um unsichtbar zu sein auf dem Radar. Und dann merkt man sich das und hat irgendwann alle seine Operator ausgerüstet mit dieser Ghost-Weste. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. In dem Sinne verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Sag Astro Lego. Und hasta la vista.